Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Wir hören auch das erste Mal, hören wir die Musik das erste Mal hier gerade? Die Tagmusik? I don't know. Okay, mir ist auch gerade aufgefallen, als ich im Menü war, wir haben die Gerudo-Karte schon. Wir sind im letzten Part hierher gekommen, mit dem Ziel zu den Gerudos zu gehen. Haben auch ein paar schöne Items gefunden, muss ich sagen. Also Herzteile sehr viele, die Bohnen haben wir gefunden, das Giant Knife, die Ocarina für Majora's Mask haben wir gefunden. Also es gab schon ein paar ordentlich coole Sachen, die wir hier entdeckt haben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal gucken, was wir jetzt so machen können bei den Gerudos. Es gibt auf jeden Fall ein paar Schatzkisten. Ich weiß gar nicht, sind die... Theoretisch müssten die Leute jetzt alle schon befreit sein, weil wir ja den Gerudo-Pass haben. Theoretisch. In die Wüste lohnt es sich ja nicht zu gehen. Da bräuchte man den Longshot. Haben wir diese Musik schon mal gehört? I don't know. Okay, wir machen hier also auf jeden Fall erstmal den Song of Storm. Mit unserer viel zu kleinen Ocarina. Kaffee ist leer, schade. Und dann gucken wir mal... Oh, das sehe ich immer gerne. Das ist immer... Wow. Oh, da ist der Deku-Schild. Was ist denn das? Ah, dieses komische Pulver. Also, das gefällt mir hier schon wieder. Das ist gut. Okay. Wir haben eine goldene Skulti. Wir haben... okay. Damit kann ich die Quest starten. Die Tauschquest. Geil! Die Frage ist nur... Das hier. Nee, warte mal. Das hier. Wenn wir das gefunden haben... das ist ja schon der zerkleinerte Pilz. Das heißt, das haben wir schon. Und das heißt... Das hier ist auch schon weg. Richtig? Ich glaube ja. Okay. Dann! Der Deku-Schild. Geil! Small Key Hideout, das ist Gerudo Trainingsarena, oder? Hideout? Ne, das ist mein erster Key Hideout? Was ist ein Hideout? Fortress Key? Das könnte sein. Muss ja das sein, oder? Hideout? So, Piece of Heart. Und dann haben wir hier noch einen. Und die 5 Rubine. Hallo? Würde ich auch noch gerne mitnehmen. Das war auch für Majora's Mask scheinbar. So, komplett leer. Hideout? Das ist doch Gerudo Hideout, oder? Bin ich jetzt falsch? Das sehen wir gleich. Okay, das hätten wir jetzt... Alter, das war ja auch schon wieder richtig geil, ne? So, zack. Können wir den Deku-Schild tragen? Können wir auch das kleine Schild? Das geht. Das geht doch. Ist nur unsichtbar. Hä? Ja, das geht. Sieht nur ein bisschen doof aus. Mach mal nicht. Und das hier? Oh, das ist die Feenklinge einfach. Das gefällt mir auch gut. Ja, ist die Feenquelle aus... Feenquelle. Die Feenklinge aus Majora's Mask. Oder das Feenschwert. So. Ah, cool. Okay. Wollen wir hier mal reingehen? Gibt es hier irgendwas zu holen? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja, genau. Das ist Hideout. Jetzt kann ich die befreien. Das heißt, wenn ich die alle 4 befreie, bekommen wir theoretisch auch noch ein Item, ne? Ich erinnere mich. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock hättet, dass ich mal einen Combo-Randomizer oder einen Randomizer allgemein, so ein Ocarina of Time Randomizer, Twilight Princess Randomizer, what weiß ich, ob ich den mal auch mit einem Death Reel spielen soll. Ob ihr da Bock drauf hättet.
Das würde mich mal interessieren. So, warte mal. Hier war ich jetzt noch nicht drin, oder? Nö. So, aber die lassen mich ja in Ruhe. Ich habe ja den Pass. Ich habe den Pass. Aber hier ist ja auch nichts weiter drin, soweit ich weiß. Haben wir hier irgendwas drin, was von Belangen ist, außer dass wir die befreien könnten? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich würde einfach nur mal Nacht machen, damit ich mir hier noch eine Skuldi holen kann. War das auch gut? Es gibt auf jeden Fall zwei Skultis. Ja, zwei Skultis gibt es auf jeden Fall. Einen hier an der Wand direkt. Ich glaube, die hole ich mir auch gleich mal. Zack. Und das sind dann die Eispfeile für Majora's Mask, oder? Geil. Ja. Oh, ups. Fehlt halt der Bogen. Das wäre auch irgendwie mal geil, ne? Der Bogen. Ha. Okay, da. Nein. Komme ich da... Von hier komme ich da nicht ran, ne? Dann muss ich da oben stehen. Ich glaube, dann kann ich mit der kurzen Lunde auch darüber und mir die Schatzkiste holen. Ich glaube, sonst muss ich hier nichts weiter tun. Da komme ich, glaube ich, mit dem Longshot nochmal hin. Ah, nee, warte mal. Da oben ist auf jeden Fall... Das ist eine Skuldi-Truhe, ne? Das habt ihr jetzt schon öfter mal erwähnt, dass da... Ich glaube, es gibt auch noch einen Weg da hoch. Da gibt es ja so eine Schatzkammer, aber ich glaube, da kann ich mich einfach hochziehen. Von der anderen Seite, wenn ich den Longshot habe. Oder den Ultrashot, ne? Der Ultrashot wäre da natürlich auch eine Idee. Aber den gibt es hier nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. So. So, das ist eine Skulti-Box auf jeden Fall. Ich muss hier noch... Warte, habe ich vergessen. 35 und noch ein Skuldi-Token. Sehr schön. Und da kommt man da andersweitig hoch. Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube nicht. Aua. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Diddlili. So. Hallo. Oder komme ich von hier da hoch? Könnte natürlich auch sein. Ich glaube, so war das. Und ich glaube, da oben gibt es... Ah, da gibt es aber nur den fetten Rubin, oder? Da war eine Kiste mit einem fetten Rubin drin, glaube ich. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Also so eine gewöhnliche Kiste. Ja, genau. So ging das und da war ein fetter Rubin drin. Aber den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ah, nur 50 ist der Wert. Ist ja traurig. Okay. Dann hätten wir das. Dann holen wir uns oben gleich noch eine Skulti, würde ich sagen. Ja. Gurudo Trainingsarena lohnt sich ja noch nicht. Das lohnt sich erst, wenn wir alle Schlüssel haben, ganz ehrlich. Vorher gehe ich da nicht rein. Es sei denn, in der Gurudo Trainingsarena selber ist ein Schlüssel. Das wäre aber irgendwie mies. Könnte aber möglich sein. Könnte möglich sein. Und dann machen wir hier das Bogenspiel noch und dann sind wir, glaube ich, fertig hier. Falls ihr noch Ideen habt, was ich sonst noch machen kann hier, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall müssen wir noch die Typen befreien. Ob das jetzt einen höheren Zweck hat, I don't know. Möglich ist es. Also wir bekommen auf jeden Fall ein Item, denke ich. Ja, normalerweise bekommst du ja, wenn du alle befreist, den Gerudo-Pass. Ob das dann triggert, weiß ich halt nicht. Das ist halt die Frage. Triggert das, wenn du den Gerudo-Pass bereits hast, dass dann die Anführerin der Gerudos kommt und dir den Gerudo-Pass gibt? Also dann theoretisch ein anderes Item? Das ist die Frage. Oh. Ups. Oh. Jawoll. 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 Jawoll.
Das war sehr lohnenswert. Also erstmal 36 und dann haben wir hier die Zora Mask. Oh, cool. Cool. Geil. Schön, da freue ich mich. Okay. Dann würde ich sagen, einmal Tag machen. Und dann einmal Bogen schießen. Ne? Hier können wir zwei Items abräumen. Einmal den theoretisch den größeren Köcher und ein Herzteil, die natürlich gerandomized sind. Jo. Und einmal Epona, bitte. Sollte jetzt auch nicht so lange dauern, hoffentlich, weil der Rekord liegt ja im normalen Game ein bisschen kleiner als beim beim Gold Quest. Bei Gold Quest war es, glaube ich, 1800. Wenn ich mich nicht irre. Richtig? Waren das 1800? Und hier müssen wir, glaube ich, nur 1500 machen. Das sind schon 300 Punkte weniger. Das sollten wir hoffentlich ein bisschen schneller hinbekommen. So, Speak. 1000 Punkte? Und ich glaube, 1500 ist das andere. Das kriegen wir hin. Ich glaube, die 1000 Punkte kriegst du allein schon durch die Töpfe. Ne, 700. Okay. Ja, ob es die 1500 werden, weiß ich nicht, aber die 1000 kriegen wir hin. Logisch. Und jetzt noch zwei Schüsse da oben rein. Haben wir 1620, haben theoretisch auch den Rekord gebrochen. Bekomme ich beide gleichzeitig die Items, wenn ich es geschafft habe? 5 Rubine, geil. Und das zweite auch. 1 Rubin. Ja, das hat sich gelohnt. Ich freue mich. Da haben wir sogar mehr bezahlt, als wir bekommen haben. Geil. Oh Mann, aber wir haben es geschafft. Immerhin. Okay. Haben wir... Nee, 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 nee. Das machen wir gleich nicht nochmal. Nee, nee, nee. Haben wir schon das Lied, mit dem wir uns zurück teleportieren können? Nee, haben wir nicht. Heißt, ich muss latschen. Okay. Ich würde mich nämlich jetzt erstmal wieder klein machen. Was sagt denn ihr dazu? Beziehungsweise, ich könnte, glaube ich, auch nochmal ein paar Skulltees abgeben. Also, eine Belohnung von den Skulltees holen. Da könnte man nochmal kurz nach Kakariko einen Abstecher machen. Aber sonst ist das für mich jetzt hier erstmal wieder abgeschlossen, das Thema. Ein paar schöne Sachen haben wir bekommen. Wir kommen wieder, wenn wir den Longshot haben, beziehungsweise wenn wir alle Schlüssel für die Gerudo Trainingsarena oder die Schlüssel an sich für die Dingenspups haben, ihr wisst schon. Ja, theoretisch, ich überlege gerade, wir können ja in den Wald uns teleportieren. Ich glaube, das mache ich. Ne, warte mal. So. So war's. Du. Und geben gleich die Potion-Masse noch ab, oder? Glaube ich. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Move. Und dann will ich unbedingt den Dekubaum abschließen. Und dann haben wir nämlich endlich mal wieder einen Dungeon abgeschlossen. Seit langer Zeit. Das Geld nehmen wir natürlich mit. Wow, nur ein Zwacken. Das ist ja traurig. Zu Geld? Nope. Wenn wir dann einmal als junger Link unterwegs sind, werde ich, glaube ich, auch überall meine Bohnen pflanzen. Ich glaube, das ist auch ein guter Move. Weil dann können wir gleich, wenn wir da wieder erwachsen sind, alles mitnehmen. Ja. So. Theoretisch müsste sie jetzt dastehen. Ja. Perfekt.
So, jetzt kriegen wir die Säge. Kriegen jedes Mal ein besonderes Item, je nachdem, was wir... Okay. Dann mache ich das hier wieder weg. Dann ist das natürlich was ganz anderes. Und wir haben den Heldenbogen bekommen. Boah, Majora's Mask wird jetzt interessant, Leute. Wir haben jetzt den Bogen. Das heißt, wir können jetzt auch alle Ballons platzen lassen. Können Tingle runterschießen. Können auch in die Ice Area, auch wenn wir noch keine Coronenmaske haben. Aber da kann man schon was machen, glaube ich. Geil. Geil. Bogen ist cool. Ha, Leute, wir kommen voran, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Also richtig gut sogar. Du, 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 du. Ich freue mich. Freue mich. Zack. Du, du, du. Bam. Und Tschüssikowski. So, okay, wir gehen jetzt über Kakariko und geben da nochmal unsere Skulltulas ab, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Theoretisch haben wir da auch noch viele Shops offen, wo wir nochmal reinschniegen könnten und was kaufen könnten. Wollen wir das? Wir haben halt nur 180 Rubine. Theoretisch ist es nicht so viel. Ba, 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 ba. Ich glaube, ich würde die Skulltulas schnell abgeben und würde mich klein machen. Und dann gehen wir in den Dekobaum. Ja. So machen wir das. Düd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 ü
Die Feenklinge nehmen wir natürlich. Ach komm, wir nehmen einfach die Feenklinge, Junge. Zwei Hände, Alter. Zwei Hände vor dem Win. Wie krank. Okay. Ich glaube, das brauchen wir, damit Mido uns durchlässt, sonst wird das nichts. Und was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist das. Wir müssen das grau. Das sind unsere Hasenohren, Junge. So viel ist klar. Okay, na komm, ich beende die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Majora's Mask und Ocarina of Time Randomizer. Tschüssi, Leute.